So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und wieder im Singleplayer. Obwohl ich gerade im Multiplayer bin. Heißt, wenn ich jetzt das Spiel hier im. Wenn ich jetzt ins Inventar gehe, spielt das Spiel einfach weiter. Nicht so wie im Singleplayer, wo es dann aufhören würde. So. Aus irgendeinem Grund leckt es jetzt schon wieder. Den genauen Grund kenne ich nicht. Das tut's einfach. Ich habe übrigens ein paar Internetprobleme in letzter Zeit. Irgendwas habe ich gemacht, ich weiß nicht was. Da muss ich mal gucken demnächst. Ich bin gerade am Schneiden von dem Geheimprojekt. Das macht mir ja immer viel Spaß, weil dann kann ich mir das nochmal angucken. Dann kann ich da schön immer Effekte reintun. Ich will da so ein wirkliches Effektfeuerwerk reinpacken immer. Aber manchmal bin ich einfach zu faul. Ist genauso wie bei Miitopia, wo ich dann einfach irgendwann aufgehört habe. Da wollte ich es dann einfach nur noch fertig kriegen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich halt so richtig wenig Zeit habe. Hätte ich mehr Zeit, würde ich jedes Mal da gucken, dass ich da alles reinkriege, was ich haben will. Weil ich hab die leider nicht. So, Borderlands haben wir ja auch weitergespielt. Da sind wir ja soweit durch. Das könnte ich auch jetzt alles einstellen, dass das demnächst hochgeladen wird. Ich habe irgendwie bei Miitopia so ein bisschen aufgehört, weiter aufzunehmen, weil ich einfach den Spaß an dem Spiel verloren habe. Und locker ein paar Monate schon lange nicht mehr daran gespielt habe. Das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe, war irgendwann August. Ja, sieht man mal, ne? Da war ich noch im Hype. Und jetzt ist das komplett verflogen. Ich habe einfach null Interesse an dem Spiel noch. Dann habe ich wiederum noch Ultra Mond aufgenommen, also Pokémon. Da habe ich aber gemerkt, boah, da ist überhaupt gar keine Änderung. Lohnt sich das überhaupt, das hochzuladen? Irgendwie nicht. Sollte ich das bearbeiten? Nö. Ich glaube, ich höre das auch auf. Ich mache das nicht weiter, weil, ganz ehrlich, am Anfang, das ist genau dasselbe Spiel. Ich fühle mich da nicht so wohl, wenn ich das kommentiere, weil ich skippe da eigentlich nur die ganze Zeit den Dialog durch und. Ja, so spielt vielleicht ein Kleinkind Pokémon, aber kein Erwachsener. Und so machst du auch kein Let's Play und das ist dann einfach nur blöd. Weil ich habe mir dann immer nur die Erklärung, da habe ich dann abgegeben, dass, ah, das habe ich doch schon mal vorgelesen im alten Let's Play vor einem Jahr. Und dann habe ich es einfach nicht nochmal vorgelesen. Hatte ich dann einfach keinen Bock drauf. Hab dann immer durchgeskippt. Ja, ich glaube, ich lösche die Folgen. Da ist nicht sonderlich irgendwas Großes passiert, dass sich das lohnt, die zu zeigen. Das macht mir auch nicht wirklich Spaß. Und bei einem Let's Play kommt es halt schon darauf an, dass du Spaß hast, ne? Sonst würde ich das hier ja auch nicht mehr spielen, also ganz ehrlich. Bei The Forest, da kann ich mir immer Ziele setzen. Da habe ich immer irgendwas, was die eine Folge von der anderen unterscheidet.
Selbst wenn ich in beiden Folgen dasselbe mache. Es waren fast 10 Schläge mit einem Katana und das Viech stirbt nicht. Klar. Wird total passieren, Junge. Hier könnte man eine Mauer vorsetzen, glaube ich. Würde das Ganze ein bisschen sicherer machen, oder nicht? Fände ich, glaube ich, ganz cool. Dass man dann hier ein Tor öffnet und dann hier reinkommt. Und hier kommt man auch super vorbei. Also das finde ich halt echt cool, dass ich mir das jetzt gedacht habe, dass ich hier so hoch komme. Der Turm gefällt mir halt auch irgendwie. Auch wenn er jetzt nicht so ein Wunderwerk der Technik ist. Aber er hat was. Muss man schon zugeben. So, da kommt der erste Gegner rangelaufen. Da der nächste. Sobald hier wieder Bäume stehen, werde ich hier eh wieder nicht rüberrutschen können, glaube ich. Da hinten sind sogar noch welche mit Feuer. So, hier kommt man auch noch vorbei. Okay. Die schreien hier auch noch. Ja, ich glaube, ich mache hier echt eine Mauer hin. Dafür, dass man dann hier auch keine Probleme hat, falls die mal angreifen. Das war hier. So. Da dürfte man eigentlich auch nicht ganz durchkommen. Aber sicher ist sicher. So, das ganze Holz, das bringe ich dahin, wenn wieder Tag ist. Weil ganz ehrlich, da fühlt man sich doch sicherer. So, ich hätte eigentlich direkt dahin laufen können. Ja, mein Plan ist ja hier, das gesamte hier, die gesamte Küste erstmal einzunehmen und mich dann so langsam ins Landesinnere und bis auf die andere Seite vorzuarbeiten. Im Moment. Und dann können wir hier alles vernetzen und das wird dann ein großes Lager. So, dann trinken wir noch was.
nehmen wir die Abkürzung hier nehmen. Alter, wir haben hier echt zu viel davon. Dann gehen wir hoch. Ich finde aber gut, dass wir einfach so schnell mittlerweile von einer Baustelle zur nächsten kommen. Wir machen dann einfach so und sind dann schon da. So, das da hinten wird natürlich auch noch eine Base. Das hier vorne, das muss super werden, damit wir dort auch gut bauen können. Eventuell mache ich den Weg hier auch noch dort rüber, dass das verbunden ist. Es würde nämlich den Arbeitern vereinfachen, hier einfach rüber zu gehen. Und auch von dort drinnen hier wieder rauszukommen. Habe ich da ein Lachen gehört? Würde mich nicht verwundern, hier in der Gegend laufen schon öfters mal welche rum. Hier ist ja der Cannibal Hill in der Nähe. Wer mich noch von damals kennt, damals, da sind sie sogar schon, damals, wo ich zum ersten Mal halt wirklich bei GLP so aufgefallen bin. Da haben wir hier in der Nähe gearbeitet. Da gab es einen Hügel, wo immer Kannibalen waren. Und dieser Hügel trag von dort an immer den Namen Cannibal Hill. Und auch heute noch laufen die Kannibalen darüber. Ja, reinfahren dürfte man hier können. Ohne großartige Probleme. So, ich hatte heute noch kein Mittagessen. Ich bin auch... Wie spät bin ich aufgestanden? 12 Uhr oder so. Wir essen ja nie um 12 Uhr aus irgendeinem Grund. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir selbst so ein Butterbrot schmieren. Und das war's. Wir sind hier schon direkt an der Fallenmauer. Sieht man schon mal, wie krass wir jetzt schon die Basen hier verbinden. Wenn wir jetzt hier im Grunde schon im Waterfall Camp sind. Wo immer das Holz jetzt herkam. Ja, ich würde mich wiederum wieder sicherer fühlen, hätte ich hier einen gewissen Mitspieler dabei. Aber der ist ja gerade nicht da. Keine Ahnung, wo der gerade ist. Den habe ich jetzt noch nicht online gesehen. Ja. Sicherheit geht hier nach wie vor.
Deswegen wird da erstmal das hingebaut, bevor wir jetzt hier weiterarbeiten. Und deswegen wird dort hinten auch so eine richtig lange Mauer gezogen. Damit wir dort das Baumhaus schützen. Ja, gerade in diesem Projekt ist es wichtig, hier immer spontane Ideen zu haben. Dass du halt dieses eine Ziel immer noch vor deinen Augen hast, aber immer mal ein paar mehr noch davor tust. Denn sonst wirst du zu dem anderen Ziel nie vorankommen, weil du denkst, du kommst nicht voran. Ist ganz einfach. Wenn der Mensch nicht merkt, dass er irgendwelche Fortschritte macht, dann denkt er, hat doch keinen Sinn. Und dann hört er auf. Deswegen immer schön hier Fortschritte machen. Viele Sachen anfangen. Und möglichst alles dann am Ende auch noch beenden. Das muss aber andersrum. Andersrum. So. Haben sie schon wieder so rumgemacht. Hä? Der sagt mir, das ist hier. Der macht das hier. Muss ich nicht verstehen, oder? Ich muss sagen, ich habe gerade ein Atmen gehört. Und das war nicht meins. Und ich habe da ja eigentlich immer so einen Sinn für, dass ich bemerke, dass da irgendwas gerade ankommt. Habe ich ja auch im Real Life. Wo ich einfach bemerken kann, dass irgendwo in der Nähe ein Tier ist, wenn ich mich einfach nur in irgendeine Richtung drehe. Es hätte mich gerade töten können, aber das hat es nicht. Ich habe ja beispielsweise schon mal ein Reh in unserem Garten gesehen, was keinen Sinn macht. Da bei uns weit und breit kein wirklicher Versteckort für so ein Dreh ist. Und so im Garten von uns, da passt es auch überhaupt nicht rein. Okay, ist doch richtig. Wenn der wiederkommt, ne, der denkt sich dann auch wieder nur so: Hä? Wann hast du das gebaut? Ja, gerade eben. Was auch gut ist hier, ne? Das kann ich ja gerade mal hier demonstrieren. Kannst von hier oben dann auf die auch runterschießen. Finde ich schon ganz gut. So, hier könnte ich theoretisch noch mal eine Verbindung machen, die dann darüber geht. Dann hätte man den Turm hier sicher verbunden. Ich weiß nicht. Da ist ein Baby. Warum ist da ein Baby?
wusste, da war was im Busch. Wir zoomen ran. Wir sehen nichts. Ist es da runtergefallen? Nee, kann gar nicht. Da ist es. Seht ihr, ich ziehe genau drauf. Und ich habe keinen Schuss. Ja, dass das nicht trifft, ist ja klar. Abkürzen kann man auch, okay. So, bei Babys muss man natürlich aufpassen. Denn Babys sind Vorboten von Mutanten. Heißt hier im... Könnte jetzt irgendwo eine Virginia sein. Auf jeden Fall, wo ein Baby ist, sind mehrere. Deswegen sollte man hier aufpassen. Ach, diese blöden Rehe immer. Die auch hier in dem Gebiet halt immer rumlaufen müssen. Aber ich sehe gerade, ich habe schon 21 Minuten. Ich würde mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.